10, 20, 30, 40. Wenn wir noch 40 Punkte kriegen, sollten wir theoretisch schnell. Dann haben wir alles T1 gelernt. Dann kommen wir, glaube ich, vielleicht eventuell theoretisch zu T2. Wenn wir nicht jetzt schon zu T2 können. Noch nicht freigeschaltet. Und, ah, ja. Um das freizuschalten, muss man Konstrukt. Das könnten wir freischalten, wenn wir 100 Punkte haben. Ah, in... Ah, okay. Landwirtschaft und Kochen muss komplett geskillt sein. Dann kann ich das hier lernen. Verstehe. Verstehe. Kochen 2 kann ich theoretisch jetzt lernen, aber dafür brauche ich die Lernpunkte. Okay. Aber trotzdem werde ich erstmal hier Kochen komplett machen. Und ja, ich brauche unbedingt noch mehr Holz, sehe ich gerade. Holz, 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 Holz. Wir machen wieder 100. So, jetzt können wir auf Wasserflaschen herstellen. Ich brauche dazu nur Rohglas. Ja, gut, dass ich weiß, wie man Rohglas herstellt. fangen wir mal an mit Farmland. Brauchen wir Sand. Wie kriege ich Sand jetzt her? Durch was? Mit einer Schippe oder wie? Wasserkollektor. Machen wir erstmal einen Wasserkollektor. Und zwar hier oben in der Ecke. Nee. Den machen wir denn hier oben in die Ecke. Den Schmelzofen machen wir hier unten hin. Rüstungbank brauche ich. Ja, war ja klar. Brauche ich das hier. Nicht kon- Nein! Oh Mann, Mist. Merken, rechte Maustaste ist nicht gut. Machen wir jetzt mal den Schmelzofen. Dann könnte ich... Sand und Asche. Mache ich Glas, okay. Holz. Mist, wir brauchen mega viel Holz. Wir müssen erstmal ganz viel Holz sammeln gehen. Kann ich das ernten? Nee. Unten werde ich auf jeden Fall ein Erzzeug hinbauen. Mache ich jetzt am besten, bevor ich das vergesse. Ein paar Kisten, wo Erz und so ein Zeug reinkommt. Aha, okay. Ordnung muss sein. Da kommt dann auf jeden Fall das rein, das hier. Okay, das nicht wirklich. Aber die anderen Dinger. Erz. Kupfer müsste, glaube ich, hier oben sein. Ja, genau. Zack, zack, zack. Ihr kommt auch alle mit.
Nee, das nicht. Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Was? Naturkautschuk. Latex. Ja. Nice, kann ich Lack und Leder jetzt herstellen. Asche und Holzkohle nehme ich mal mit nach unten. Hier kommt anderes Zeug hin. Gut. Hier wird ein weiter Kupfer reingeschmissen. Kann ich auch gleichzeitig das Erz reinschmelzen. Reinschmeißen. Warum habe ich... Ach, will ich nicht wissen. Blätter bleiben erstmal. Ich glaube, die brauche ich für andere Sachen zum Herstellen. Ich stelle 10 Kupferbarren her. 5 Stück habe ich schon. Ja, mach erstmal. Ich gehe mal weiter Zeug suchen. Besonders Holz. Immer wieder gar nichts. Ein paar Lampen müsste ich auch aufstellen. Dann sehe ich wenigstens was. Sand brauchen wir auch, habe ich gesehen. Aber Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich den Sand jetzt abernten soll. Wenn ich mal hier gucke. Stein. Irgendwo hier müsste Sand rumliegen. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit was ich das aufheben soll. Da. Denk mal, das ist Sand. Wow. Mit der Pickaxe Sand abbauen, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Sand mit einer Pickaxe. Ich dachte, ich bräuchte eine Schaufel oder so, aber okay. Warum nicht? So, 10 Kupfer müsste jetzt eigentlich fertig sein. Nein! Oh, ich habe dekonstruiert, ich Stück. So, jetzt aber. Bauen Level 4. Nice. Wir haben noch 400 Zeug, sollte eigentlich ausreichen. So, gucken wir mal, wie es da unten aussieht. Da ist es immer noch schön fleißig am Brennen. 11 Barren, nice. Ein bisschen Holzkohle, ein bisschen hiervon. Dann habe ich das hier fertig. Okay, fertige eine Distanzwaffe an. Eine Waffenwerkbank kriege ich hin. Kriege ich nicht hin. Ich brauche Eisen. Gut, dann mache ich erstmal den Wasserkollektor da oben fertig. Nein! Oh. Merken, rechte Maustaste ist in diesem Spiel nicht gut. So. Nice.
Jetzt gibt's Trinken ohne Ende. Na! Oh, ich spiele eindeutig zu viele andere Spiele. Rechtsklick ist nicht gut, merken. Immer noch. Zu weit entfernt. Bin echt gespannt, ob der Wasserkollektor denn, ob man das wirklich sehen kann, wenn er voll ist. Sozusagen, dass sich hier ein bisschen Wasser erscheint, wenn der etwas gefüllt ist. Wäre auf jeden Fall cool. Bauen Level 5. Moment. Bauen Level 5. Ah, mit Level 20 gibt es erst den nächsten Perk. Okay. Erstellen. Fertigungsgeschwindigkeit. Ja, kriegen wir schnell hin. So viel, was wir hier am Bauen sind. Apropos am Bauen sind. Holzbretter. Wir könnten wieder 100 Stück machen. Und einmal die Bäume komplett außenrum abernten, dann haben wir wieder was. So, und die letzte Wand. Na komm. Nice. So, das haben wir fertig. Gucken wir mal, was wir brauchen für eine richtige Axt. Eisen. Das ist toll. Sehr toll. Ananas brauche ich. Könnte ich mir wieder was zu essen machen? Eisen. Könntest du einmal Eisen machen? Danke. Kupfer habe ich jetzt genug. Da ist Zucker. Brennstoff ist noch genug da. Gut, dann würde ich mal sagen, was brauchen wir für eine bessere Pickaxe? Nein! Mist. Was brauchen wir für eine bessere Pickaxe? Dann würde ich sagen, holen wir uns eine bessere Pickaxe, damit wir denn Eisen holen gehen können. Drin. Da ist Eisen drin, gut. Ja, also bis wir 15 Eisen haben, dauert noch ein bisschen. Fertigkeiten. Nee, ich wollte Technologie. Ja, hätten 100 Punkte. Ich möchte aber erstmal alles fertig kriegen. Da ich sagen kann, ich habe alles gelernt. Vor allem Spiegelei. Nom nom nom. Jetzt haben wir hier theoretisch alles freigeschaltet. Das verstehe ich nicht. Konstruktion brauche ich noch was. Aber ich habe doch hier alles schon gelernt. Oder heißt es, dass ich erstmal Konstruktion Stufe 2 machen muss, damit ich das dann machen kann? Ich glaube schon. Industrie. Ich glaube, das heißt so.
Das heißt, ich muss Landwirtschaft und Kochen. Das bedeutet, ich muss Kochen 2 komplett machen, damit ich Medizin machen kann. Und dann brauche ich noch Landwirtschaft. Also hier diese Landwirtschaft. Ah, dazu brauche ich erstmal Industrie und. Wow. Ja gut, dann würde ich sagen, nächste Freischaltung wäre dann Industrie 2, würde ich mal sagen. Und hi Popel. Aber zuerst gucken wir mal, was geht. Ja, ich denke mal, alles, was nicht festgebunden ist, geht. Das braucht eindeutig viel zu lange. Okay, machen wir erstmal hier unsere Kiste leer, unser Inventar leer. Dass wir ein bisschen sammeln gehen können. Sand brauchen wir auch noch. Was kommt da drüben hin? Da, 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 da. Oder ich mache noch mal ein Heilmittel. Können wir Heilmittel herstellen? Mal gucken. Heilmittel, Heilmittel, Rinde und. Oh ja, haben wir sogar. Jetzt stellen wir noch zweimal Heilmittel her. Das und Rinde. Falls auf dem Weg da irgendwas passiert. Was das nächste Ziel ist, ich würde sagen, die Quests weitermachen. Also ich bin gerade dabei, Distanzwaffen herzustellen. Dafür brauche ich dann halt ja, ein bisschen Eisen noch. Des Weiteren Farmland wäre auch das nächste Ziel. Mal gucken, ob ich das schon machen könnte. Ja, Farmland kann ich schon machen. Kann ich hier gleich mal bauen. Ich würde sagen. Ach, weil hier Strand ist. Och, Mist. Ja gut, dann mache ich das hier hin. Zack, zack. So. Farmland. Wirtschaftliche Werkbank. Da brauchen wir Stein. Haben wir auch noch irgendwo? Die packe ich einfach hier hin. Samen müssen wir auch irgendwo haben. Mal gucken. Die habe ich hier irgendwo hingelegt. Da. Einmal Gurkensamen haben wir. Moment, da fällt mir ein. Dann brauchen wir auch noch eine Gießkanne. So. 8 Stunden? 9? Nee, sind sogar 9 Stunden. Oha. Okay, es dauert ein bisschen. Hol ich mal schnell ein bisschen Wasser. Klappt es? Natürlich geht das nicht. Zu befüllen, Brunnen. Das ist jetzt ein bisschen Kacke. Ah, Zeit verkürzt sich mit Wasser und Dünger, okay. Ja, gut, das hätte ich jetzt. Das ist doch echt blöd. Ich habe extra mich in der Nähe von einem See gedingst und jetzt kann ich da trotzdem nicht Wasser auffüllen. Das ist ärgerlich.
Sand. Ich habe keinen Sand mehr? Okay. Gut, das bedeutet, wir müssen dann noch Sand sammeln gehen. Eisen, 13 Eisen. 13, 14. Wir wollten noch warten, bis wir 15 Eisen haben. Damit wir eine bessere Pickaxe haben können. So. Nein. Oh, schon wieder draufgehauen. Ich glaube, das Messer ist besser, oder? Ja, definitiv. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt besser als das hier? Nicht wirklich. Ja, das heißt, wir machen dann erstmal die normale Pickaxe kaputt. Dass wir die bessere benutzen. Was ist das? Das ist Lehm? Okay. Nein, die Schlange. Ja. Ja, auf jeden Fall, das nächste Ziel wird auf jeden Fall sein, langsam in die Eisenzeit zu kommen, sozusagen. Blaue Pflanzen sind nicht schlecht, okay. Da würde mir nicht so viel bringen. Okay, wie gefällt dir das Game? Also die Anfänge, also ich muss sagen, im Moment sehr, sehr gut. Die Anfänge sind sehr gut erklärt, also es gibt echt schlechtere Spiele, wo der Anfang nicht so gut erklärt ist. Also ich finde es richtig, richtig gut, dass man hier alles erklärt bekommt und dass es sogar in Deutsch ist. Und ja, ist halt so ein, ja, ein Survivor-Spiel, also ein richtiges, also... Wie es jetzt im Endgame ist, weiß ich noch nicht, aber im Moment macht Spaß. So wie ich gehört habe, regen sich viele auf, dass es hier kein Raid Protection gibt. Aber so wie ich gesehen habe, gibt es auch schon private Server. Da gibt es halt schon PvE-Server. Also von daher, also wer auf PvP aus ist, wird hier bestimmt auch viel Spaß haben. Wer mehr PvP-Spiele mag, der muss, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis es PvE-Server gibt. Aber im Endeffekt, ja, also mir gefällt's. Ich bin gespannt, wie das Ende sein wird. Also bei mir ist halt wichtig dieser Langzeit-Motivationsfaktor, also wenn die Kurve stetig ansteigt und das über mehrere Tage und Wochen lang, ist genau perfekt. Ansonsten, ja, wie lange spiele ich schon? Seit
Seit 1,5 Stunden. Also allzu lange spiele ich gerade noch nicht. So gesagt, sind noch die ersten Anfänge, die du hier siehst. Aber so wie ich das gelesen habe, soll ja ein PvE-Server kommen. Und ich denke mal, ab da wird es dann interessant für mich, also beziehungsweise auch für uns. Weil so PvE-Spieler sind wir ja nicht so. Sind eher die, die PvE mögen. Und wenn es denn richtig offizielle PvE-Server gibt, dann ist es bestimmt auch was für die anderen Leute aus der Gruppe. Aber im Moment bin ich gerade nur allein unterwegs und gucke das Spiel mir an, ob das was ist. Eigentlich wollte ich Eisen und so ein Zeug holen. Mist. Da war ja was. Und es wird schon wieder dunkel. Was ich sonst schon spiele, alles Mögliche, also 7 Days to Die zum Beispiel, ist eine meiner Lieblingsspiele, kann man so sagen. Da habe ich schon bestimmt 1400 Stunden drin. Ja, Spiele so wie Ark und Conan, also die typischen Survivor Games, die man so kennt. Final Fantasy 15, also so Rollenspiel auch. Also man kann sagen, ich spiele eigentlich fast alles. Und was ich zurzeit vermehrt auch spiele, ist Sea of Thieves, weil am 30. kommt da ja ein Mega-Update. Da bin ich ja auch richtig gespannt drauf. Ansonsten ja, halt Survivor Games ist so meins, Rollenspiel. Und so, ja, alles was mit Aufbauen, Skillen und mit Charakterfortschritt zu tun hat, da kann ich mich schnell für begeistern. Was sind das? Kohle. Kohlen. Wir haben Kohlen gefunden. Hä? Einfach so? Ja, okay. Warum nicht? Gibt es extra Kohlevorkommen? Und ja, wäre das richtig cool. Aber Eisen gibt es. Oh, doch, hier ist Eisen. Steinpickaxe muss doch bald kaputt gehen. Kein freier Platz mehr im Inventar. Ja, das ist toll. Haben wir irgendwas, was wir essen können?